Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Final Fantasy 7. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in das Hauptquartier der Shinra eingedrungen. Und wir müssen jetzt ziemlich weit nach oben in den letzten Stock oder sowas kommen, um den Iris zu befreien, die ja auch entführt wurde. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ging es hier noch ein Stockwerk höher oder brauchten wir dafür noch eine Codecard? Also ab Stockwerk 60 braucht man dann verschiedene Codekarten, um dann weiterzukommen. Und ja, wir können in Stockwerk 65, in Stockwerk 64 waren wir bis eben, da war dieser Speicherpunkt, wo wir beim letzten Mal abgespeichert haben. Und da sind wir schon in 65 angekommen. Und nur eine Frage, wie komme ich von hier aus weiter? Hier ist eine Art Stadtmodell von dem Dings, wo wir sind, diesem Ort. Midgar, geboren aus der Makroenergie, die direkt aus der Erde gesogen wurde, eine Modellstadt. Wenn die sechste Straße fertiggestellt ist, ist Shinras Plan vollendet. Was ist die sechste Straße? Darum hat er Iris wohl entführt. Okay. Interessant. Also gibt es ja auch nichts weiter. Gut. Da ist ein Raum mit einer Kiste drin. Zwei. Die öffnen wir natürlich, wenn es geht. Sind aber alle verschlossen. Verdammt. Wäre ja auch zu schön, wenn mal so eine Kiste auf wäre, ne? Auch verschlossen. Was mit dir? Oh. Offen. Schlüsselobjekt. Teile von Midgar erhalten. Wow. Da werden wir auch schon wieder gleich angegriffen. Oh, diese Raupenviecher schon wieder. Mit der Kreissäge vorne dran. Die Tiefer könnte er uns eigentlich mal heilen. Ja, ich sehe das gerade hier alle schon so. Kriegen schon fast auf dem Zahnfleisch hier. Heilung auf. Du machst einen Angriff. Kreuzschlag auf den. So. Und tiefer darf ich wieder heilen, und zwar den Beret. So. Und dann müsste jetzt die letzte Raupe erstmal sterben. Hoffe ich doch. Gucken wir mal. Bam! Jupp, ist tot. Eindeutig. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir mehrere Teile von Midgar finden, um da dieses Stadtmodell fertigzustellen, oder reicht dieses eine Teil? Ich gucke mich hier erst nochmal um. Wir haben hier verschlossen. Die Truhe, die da in dem Treppenhaus steht, die war auf jeden Fall auch verschlossen. Dann kommen wir hier einfach so rein. Wahrscheinlich ja, aber nicht raus. Gut, gehen wir hier mal wieder rein. Und dann gucken wir mal, ob der das Teil da platziert. Teile von Midgar platzieren, ja. Aha. Klingt so, als hätte sich etwas geöffnet. Das heißt, wir können jetzt vielleicht hier eine andere Truhe öffnen. Vielleicht. Oh. Schlüsselobjektteile von Midgar erhalten. Wer hätte es gedacht? Ich wusste auch gleich, das sieht mir irgendwie ein bisschen komisch aus hier, so alles kaputt und so. Ja, nochmal Teile platzieren. Ja, und das klingt so, als hätte sich was geöffnet. Wer hätte es gedacht? So, gucken wir mal, welche Truhe ist denn jetzt geöffnet. Diese. Wow. Und wieder rein hier. Wir sind ein bisschen ätzend. Nicht da. Und Teil platzieren.
Ich möchte nicht mehr reden. Ich möchte nicht mehr. Nein, lass das. So. Meine Güte, der Cloud, der ist ja vielleicht manchmal gesprächsbedürftig, ne? Also das geht ja gar nicht. Oh, eine Raupe. Ich nenne das jetzt mal Raupe, es hat bestimmt einen anderen ultra coolen Namen, aber ich nenne das jetzt Raupe. So. Heilung! Yay! Grünes Licht! Oh, aber die hätten nur wenig Mana-Punkte. Das sollten wir gleich mal mit einem Ether auffrischen hier. Okay. Und mach mal Attacke hier. Mach mal. Hey, ich sagte, mach mal. Geht doch. Muss ich wieder auf OK drücken dafür. Schlimm. Und zumindest kann die jetzt zwei Attacken machen. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, so langsam wird vielleicht was aus ihr. Aber ich glaube eigentlich eher nicht. Yeah. So. Wieder rein. Dann los rein. Danke. So, Teil reparieren. Welches denn? Ist es das hier? Ja. Ja. So, mal gucken, welche der Kisten ich jetzt öffnen darf. Wahrscheinlich die oben. Der Cloud, der läuft ja auch langsam, ne? Also das geht ja gar nicht. Meine Güte. Im Sportunterricht damals in der Schule nicht aufgepasst, wie man schnell läuft. Also wirklich. Das kann man besser. Ich meine, ich nicht, ne? Aber andere bestimmt. So. Und auch dieses Teil möchte ich platzieren. Hat sich sicherlich die Truhe in dem Treppenhaus da geöffnet, wo vielleicht dann hier die Codekarte drin ist. Schlüsselobjekt Codekarte 66 halten. Wow. Wer hätte es gedacht? Ich. So, da wollen wir mal in den 66. Stock. Wieso sind eigentlich Stockwerke 67 und 68 gar nicht in der Liste vorhanden? Das würde mich ja mal interessieren. Jetzt ist hier dieser große Konferenzsaal, wo wir schon mal gesehen haben, wie da alle reingegangen sind. Aber da können wir jetzt auch noch nicht rein. Also da sehen wir nochmal, die sitzen auch wirklich alle drin. Aber reinkommen wird schwer. Nicht hier hoch. Ach ja, wie war ja schon ganz oben, ne? Weil da ging es dann irgendwie nicht weiter. Gut. Dann sprechen wir hier mal mit den Personen hier. Kommt mir das nur so vor, da stinkt der Konferenzraum wirklich. Von irgendwo kommt da ein seltsamer Geruch her. Okay. Sehr gesprächig, der Typ, muss ich schon sagen. Boom. Mensch, mir stinkt es ganz schön, all diese Akten zu schleppen. Aber ich treffe viele Typen. Das ist wohl der Vorteil, wenn man Sekretärin ist. Ja, die Schlampe vom Dienst quasi, ja. Auch gut zu wissen. Oh, was habt ihr denn? Sie haben noch eine Exekutivbesprechung. Ob es wohl um den Zwischenfall mit der Platte geht? Alter, hast du gehört, ne? Du manchmal im Badezimmer, ne? Da gibt's so voll das Flüstern. Aha. Dann sollten wir vielleicht mal das Badezimmer gleich aufsuchen. Da fühle ich mich, als ob ich tatsächlich am Leben bin. Das Gefühl, diese Welt zu bewegen, nur mit meinen Händen. Komm, wir bauen die Zukunft von Marco.
Nee, besser nicht. Also hier ist dann gleich mal das Badezimmer. Das gucken wir uns hier mal an. Und siehe da, da ist ein Klon darüber, so ein Dings. Erstmal spielen wir, bevor wir da drauf klettern. So. Und rauf da. Und jetzt sind wir da in diesen... Naja, was ist das? Schacht? So, was ist denn hier? Ach, da ist der Konferenzraum. Wow, so viele Anzüge. Ich mag Züge. Wir haben die Schadenseinschätzung für Sektor 7. Unter Einbeziehung der bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 10 Milliarden Giel. Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich. Wir bauen nicht wieder auf. Was? Wir lassen Sektor 7 wie er ist. Und wir fangen den Neo-Midgar-Plan wieder an. Und das alte Volk? Das verheißene Land wird bald uns gehören. Ich will, dass du die Makro-Sätze erhöhst. 15% in jedem Gebiet. Sätze hoch, tralala! Und bitte berücksichtige auch unser Raumprogramm im Budget. Reef und Scarlett verteilen die zusätzlichen Einnahmen aus der Erhöhung. Oh Mann! Mein Herr, wenn Sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leute das Vertrauen. Das haut schon hin. Die ungebildeten Bürger verlieren nicht das Vertrauen. Sie werden Shinra Inc. noch mehr vertrauen. Schließlich waren wir es, die Sektor 7 vor Avalanche gerettet haben. Dieser verfluchte Autozeichen Dollar Sternchen Donner Häkchen. Anführungszeichen oben. Ojo, wie geht's dem Mädchen? Also, Objekte sind nicht so gut wie ihre Mutter. Ich bin noch dabei, sie mit ihrer Mutter, Ifana, zu vergleichen. Aber momentan ist der Unterschied 18%. Wie lange wird die Arbeit dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unseren Lebzeiten abzuschließen. Oder zu Lebzeiten des Subjekts. Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann könnten wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeit über lange Zeit aushält. Was wird mit dem verheißenden Land? Wird es unsere Pläne nicht behindern? Darauf muss ich meinen Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwächen. Damit ist unsere Besprechung beendet. Yay, Donuts, yay! Kaffeepause! Ich habe immer noch kein Eis bekommen. Etwas stinkt hier. Sie sprachen über Iris, oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Gehen wir ihnen nach. Guter Plan.
Ja, wie machen wir das denn? Nee, da kann ich nicht weiter. Gut, dann bitte einmal Rückwärtsgang. Danke. Und runter ins Klo plumpsen lassen, nicht ins Klo plumpsen lassen. Oh, meine Güte. So. Jetzt raus hier. So, jetzt gucken, wo die anderen hier hin sind. Oh, da war der Professor. Da hinten. Ojo? Ha. Aha, er geht rauf in Stockwerk 67. Haben wir dafür eine Bootkarte? Wahrscheinlich eher nein. Ja los, geh doch mal ein bisschen schneller, damit wir dir folgen können. Ich erinnere mich an ihn. Dieser Hoyo-Typ, er ist Chef der wissenschaftlichen Abteilung der Shinra. Cloud, kennst du ihn nicht? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen, also so sieht er aus. Gut, weiter. Immer verfolgen, immer auf Verfolgungsjagd. Ist jetzt hier lang? Sehr vermutlich. Ja, da hinten läuft er. Oh, was kommen sehr viele Forschungsobjekte entgegen hier? Oh mein Gott, der diabolische Dance Mover. Oh mein Gott. Ich kann gerade schlecht erkennen, was ich denn nun auswählen kann da. Das sieht alles nicht so richtig aus. Ja, das macht schon mal keinen Schaden. Gut zu wissen. Macht Eisschaden. Macht Feuerschaden. Eis macht auf jeden Fall Schaden, das ist schon gut. Und achso, okay. Wenn sonst nichts ist, dann bin ich ja beruhigt.